So, hier geht's rum. Ui. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Oh, das wird wieder so ein super Sprung. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Das ist eine gute Frage. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Sie erkennt am Bauwerk, dass es mongolisch ist. Okay. Lösen Sie antike Rätsel, um besonders wertvolle Belohnungen zu... Ja. Würde ich ja gern. Aber wie komme ich darüber? Ach komm, ich gönn mir. Einfach mal umschmeißen. Eisschiff. Da oben muss irgendwas sein. Ja, dass ich darüber muss, habe ich schon gesehen. Schön die Kurbel drehen. Okay. Ah, irgendwas mit Gewichten. Okay. Oh. Okay. Okay. Komme ich da wieder hoch? Halt. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Tja, das ist wohl ein bisschen mehr geworden, Freunde. Sprachkenntnis erhöht. Griechisch der Stufe 2. Das ist gut, das ist gut. Vielen Dank auch. Da kommt mir jetzt ein Schild entgegengefallen.
Ah, okay. Mal sehen, was da oben ist. Ganz schöne Rätsel wieder, ne? Rätselzeit bei Lara Croft. Solche Reichtümer mitgeschleppt. Eine sehr gute Frage. Warum liegen hier Pfeile? Karte aktualisiert. Archivarkarten enthüllen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Okay. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Da hat der Captain sich gerecht. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeils schnell R2 drücken und loslassen. Yay, Freude! Und jetzt muss ich den Weg zurück, ne? Ja, hält sich da nicht fest. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Warte mal, was haben wir denn da? Da haben wir doch eine Seilbahn.
Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Dann geht's jetzt weiter im regulären Abenteuer. Ah ne, warte mal, von da bin ich ja gekommen, also muss ich hier lang. Schon geil, ne? Ah, sieht schon fett aus hier. Oh, hallo. Ja, mit Kohlen. Er schwimmt nicht wesentlich wirklich schneller, finde ich. Jetzt habe ich es verstanden. Du Idiot. Schnell Kreis drücken, nicht festhalten. Ich bin aber auch ein bisschen döflich manchmal. Oh oh. Das kracht mir doch jetzt alles zusammen. Doch nicht. Oh oh, eine Sowjetanlage. Ein Lager. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Vielleicht sollte ich die Klamotten wechseln. Schleichen Sie sich. Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen Sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer Sie sind, ich fürchte, Sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Wir werden es rausfinden, ne? Och, mir
mir fehlt immer noch ein Fell. Dass ich nichts bauen kann. Oh. Habe ich auch erstmal genug. Regionsübersicht. Okay. Was? Alter, bist du schlecht. Ich weiß doch, wie Seilrutschen funktionieren. Oh, das wusste ich noch nicht. Das wusste ich noch nicht. Okay, ich kann jetzt auch wieder hochklettern. Nice. Das ist gar nicht mal so unschlecht. Halt, hallo. Oh, ich habe genug Pfeile. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Info. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Bitter, bitter, bitter. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Oh, wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. Er ist alleine hier, ne? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, ja, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich kampflos ergeben. Bauern? Am Arsch. Das sind ausgebildete Guerillakämpfer. Sieht aus, als hätten die Sowjets vertrieben. Vielleicht ein gutes Zeichen.
Wenn die was schützen, das in dem Berg versteckt ist, dann sind wir genau richtig. Also, weißt du, wonach wir hier suchen? Nein, die Info ist nicht fürs Fußvolk. Aber es muss was Wichtiges sein. Die fahren hier ganz schön was auf. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr im Einsatz. So was Großes war nie dabei. Das ist die größte Operation seit der Insel. Aber das war eine Säuberungsaktion. Das hier ist was ganz anderes. Willst du einen Rat? Halte dich bedeckt. Stell nicht zu viele Fragen. Seit der Insel. Mhm. Moment mal, das sehe ich mir an. Zusammenbleiben! Wo zur Hölle kam das denn her? Es kam aus dieser Richtung. So, Freunde, so sieht's nämlich aus. Wir machen einen kurzen Prozess mit Trinity und seinen Kompatren. Oh, hier ist noch Wurfflaschen. Sehr gut, sehr gut. Aber die kann ich ja nicht mitnehmen, ne? Wäre schon geil, wenn ich mir die ins Inventar packen könnte. Was war denn hier? Oh, was war denn da? Da blinkt doch was. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Na komm, dann kann ich mir auch nur die Stöcke mitnehmen. Was ist das da? Hat der noch was? Nee. Kann ich da hoch? Nee. Da kommen noch mehr von ihnen. Ich wüsste nicht, wo ich das Seil festmachen kann. Ich habe auch keine Seilpfeile. Noch nicht. Nee, ich kann kriechen. Priorität.
letzten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Wir sollten Fallen rund ums Gebiet legen. Hiermit kann ich für ein paar Überraschungen sorgen. Das wäre keine gute Idee. Nice. Was hätte ich damit machen können? Das ist nur so ein Vogelnest, ne? Irgendwas kann ich mit der Lampe machen. Die kann ich auch werfen, okay. Ich muss da oben hoch, damit ich da rüber rutschen kann. Okay. Die Wache da oben, die macht mir ein bisschen Sorge. Ist irgendwas? Nee, hier ist nix.